Herzlich willkommen zu dieser kleinen süßen Nerd News. Let's go! In dieser Nerd News geht es fast ausschließlich um Nintendo, denn es gibt nicht viel anderes zu berichten. Das erste ist erstmal leider negativ. Der Twitter-User Adam hat 8 Jahre an dem Spiel Pokémon Prison gearbeitet. Es hat eine eigene Welt, es hat 200 eigens erstellte unbekannte Pokémon und sollte in 4 Tagen released werden. Aber wie wir es von Nintendo gewöhnt sind, kam pünktlich eine Unterlassungsklage ins Haus geflattert und die Anwälte von Nintendo Australien waren eingeschaltet und haben denen gesagt, lass das jetzt sein. Sonst müssen wir weitere Schritte eingehen. Im gleichen Atemzug lobt Nintendo sogar den Ersteller dieses Spiels für diese aufwendige und fantastische Produktion, aber man könne es nicht ändern, bitte sein lassen. Ich finde es ganz schön unverständlich von Nintendo, klar, logisch, man will seine Marken schützen und man will ja auch noch seine eigenen Marken verkaufen. Neue Pokémon Sonne und Mond hat sich millionenfach mal wieder verkauft, aber trotzdem finde ich es doch ziemlich schade. Kommen wir zu 2 weiteren Switch-Gerüchten, die unterschiedlich hier nicht sein können. Das erste Gerücht spricht davon, dass nun die Nintendo Switch bei einer Auflösung von 1440p laufen soll. Das heißt 2560p mal 1440p. Und wenn man diese Switch aus der Docking Station nimmt, dann soll sie nur noch auf 1080p sein. Das schreibt Takashi Mochizuki, ein Journalist des Wall Street Journals, der sich auf Analysten beruft. Aber Analysten, wie wir wissen, müssen nicht immer recht haben. Wenn man jetzt mal so die Gerüchte der letzten Wochen nimmt, dann kann ich mir das schwer vorstellen, dass der Tegra X1 im Mobilbetrieb so eine hohe Auflösung mit hohen Details hinbekommt. Was allerdings auch dagegen sprechen würde, sind die neuesten Erkenntnisse der neuen Unreal Engine 4.1. Diese bringt aufschlussreiche Details über die zukünftigen Grafikeinstellungen der Nintendo Switch. Und das erste, was man rausgefunden hat, ist, dass die Nintendo Switch offensichtlich nicht nur die Auflösung reduzieren wird. Damals war Programmieren noch ziemlich schwer, da musste man noch in den Tiefen des Codes reinfummeln, um da irgendwie noch die beste Performance rauszubekommen. Bei der heutigen Hardwareleistung ist das gar nicht mehr so schwer und man kann vieles allgemeinern. So gibt es ein paar neue Einträge in Unreal Engine, die sich direkt auf die Switch am TV beziehen und auf die Switch im Mobile-Betrieb. Da gibt es dann zum Beispiel Einträge wie Post-Processing Quality, Shadow Quality und Anti-Aliasing Quality. Die stehen alle mit dem Wert 2 drin. Wenn man jetzt die Switch Mobile-Einträge nimmt, sind die schon um die Hälfte reduziert und stehen nur noch mit dem Wert 1 drin. 1, könnte ich mir vorstellen, ist schon so ziemlich der niedrigste Detailgrad. Klar fällt es nicht mehr so auf, wenn man die Switch mit einem kleinen Bildschirm im Handheld-Format hat, aber das war jetzt ein Detail, was noch nicht bekannt war. Außerdem gibt es noch einen Wert, der nennt sich Screen Percentage und der ist gleich 100. Wofür die 100 steht, wissen wir ja noch nicht, weil wir die genaue Auflösung der Nintendo Switch am TV und im mobilen Betrieb noch nicht kennen. Wenn wir davon ausgehen, was die bisherigen Gerüchte gesagt haben, und zwar 1080p und 720p, dann würde es genau hinkommen. Denn nämlich der Switch Mobile Part sagt, es sind nur noch 66% Screen Percentage, was genau 2/3 der 1080p Auflösung entsprechen würde und 720p ergeben würde. Es wird endlich Zeit, dass der 13. Januar kommt und ich hoffe, dass wir dann endlich erlöst werden von diesen ganzen Gerüchten und dass wir uns dann endlich auf Fakten konzentrieren können. Kommen wir mal noch zu einem kleinen Abschlussthema außerhalb von Nintendo und zwar geht es um die neueste Analyse der aktuellen verwendeten Passwörter und die entsprechen so mindestens den Trends auf YouTube gerade, habe ich das Gefühl. Auf dem ersten Platz ist tatsächlich als beliebtestes Passwort in Deutschland das Wort Hallo. Ja, nicht mehr. Nicht weniger. Was ich mich frage, wie funktioniert das? Weil die meisten Webseiten, wo ich mich neu registriere, die verlangen mindestens 6 Zeichen, ein Sonderzeichen und eine Zahl dazwischen. Deswegen ist mir nicht so ganz klar, woher die Statistik kommt. Aber wenn man sich das mal so durchliest, was da noch alles dabei ist, ist das schon sehr witzig. Und zwar lese ich das hier einfach mal vor. Auf Platz 2, Passwort. Auf Platz 3, Hallo 123. Auf Platz 4, Schalke 04. Auf Platz 5, Passwort 1. Auf Platz 6, Querz. Auf Platz 7, Arschloch. Auf Platz 8, Schatz. Auf Platz 9, Hallo 1. 9 Plätze unter dem ersten Platz.
Und auf Platz 10 das glorreiche Wort. Okay, das war die Nerd News kurz und bündig. Gab nicht so viel zu berichten. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Dann gebt doch einen Daumen nach oben oder lasst einen Kommentar unten da. Und wir nähern uns mit großen Schritten dem Januar, vor allem den 13. Januar. Und da kann ich euch schon mal versprechen, für den 13. Januar habe ich mir extra vormittags freigenommen, damit ihr gleich auf dem aktuellsten Stand seid. Wenn ihr noch mehr auf dem aktuellsten Stand seid, dann besucht doch mal meinen Twitter-Account. Den blende ich euch jetzt noch ein. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten News. Ciao.